Hallo Freunde! Schönes neues Video wieder am Start. Ich klinge vielleicht ein bisschen komisch, ein bisschen verschnupft und eigentlich wollte ich gar nicht drehen. Das Team hat mich überstimmt. Naja, was soll man sonst tun, wenn man fleißig YouTube-Money verdienen will, ne? Gut, erstes Paket, was wir von unserem Freund und Helfer geschickt bekommen haben. Schön, ne, hier. War es Amazon? Ja, kann man mal nicken. Sagt immer nichts. Faule Bande. Jedenfalls hier ein schönes, gucken wir gleich mal. Ja, schönes neues Päckchen, tralala. Hat bloß gekostet mit Versand 14,90 €. Naja, das klingt doch schon mal vielversprechend. Also auch was für einen schmalen Geldbeutel. Haller, was soll ich sagen? Das bei manchen, die bemängeln die Firma. Ich kann ehrlich gesagt jetzt nichts Schlimmes dabei finden. Ich meine, ist was für einen schmalen Geldbeutel. Man wird nicht arm bei. Man darf halt auch nicht zu viel erwarten bei so einer Preisklasse. Mache ich auch nicht. So, damit muss man leben können. Ne? Man bekommt hier so ein schönes Etui, das hat mich eigentlich schon mal überrascht. Schöne Machart. Was ich dabei bemängle, eine kleine Gürtelhaltung müsste man jetzt hier noch nachrüsten. Das werde ich am besten auch noch selber machen. Habe ja Zugang zu einer schönen Satané-Maschine. So, machen wir auf. Schauen wir rein. So. Kennt ihr, ne? Das war schon in ein ganz paar Reviews zu sehen. Da wurde auch bemängelt, zu leicht, fliegt wahrscheinlich nicht. Kann ich nicht finden. Das wiegt wie... Ich habe Wurfmesser, die wiegen so viel. Und die fliegen auch. Also hier würde ich sogar sagen, man trifft noch ein bisschen besser, weil zwei Spitzen. Es kann sich drehen und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich höher, dass es spickt. Wir werden damit mal ein schönes Video drehen, wie wir damit eine Melone perforieren. Wenn das mal jemand sehen möchte, dann bitte liken. 5 Likes. Achso? Ja. Ja, 5 Likes reichen. Das reicht für eine Melone. Der Kameramann hat was gesagt. Mensch, das glauben wenigstens die Leute, dass ich hier nicht Selbstgespräche führe. Ne? Jo, was ist dazu zu sagen? Ja, scharf, okay. Es ist ja auch nicht ein Messer zum Schnitzen. Es ist ein Wurfmesser, was eigentlich im Holz spickt, weil man es kräftig hineinwirft. Ne? Deswegen muss es ja auch nicht dazu geeignet sein, ein Paket durchzuschneiden. Aber okay, ne? Ich meine... Ich weiß gar nicht, was über das Ding so gemeckert wird. Verstehe ich jetzt nicht. Wir werden das austesten. Es ist schöner Edelstahl, sage ich immer so. Ob es wirklich rostfrei ist, weiß ich nicht. Das merkt man erst Jahre später. Bullseye steht hier schön drauf. Naja gut, dann möchte sie auch in die Mitte treffen, der Scheibe. Das liegt ja an jedem selbst. Also bitteschön mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr von dem Teil denkt. Erfahrungsberichte? Sagt Bescheid. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss!